Im Unterschied dazu gibt es dann das nächste Modul, das BTM601, das jetzt mit der sogenannten HCI-Schnittstelle operiert. Das HCI-Schnittstelle, HCI bedeutet ja, Host Controller Interface ist eine standardisierte Schnittstelle. Hier basiert das Modul auf dem BC6-ROM, also eine ROM-Variante, in der niedere Schichten schon im ROM implementiert sind. Bedeutet aber gleichzeitig, dass auf der Mikroprozessorseite, über die das Modul angeschlossen ist, also auch über UART wieder, Host-Stack und Profile dort ablaufen müssen. Dazu gibt es verschiedene Varianten, Versionen. Wenn wir vorher an die AT-Schnittstellen denken, gerade die erste SPP, bedeutet dies ganz einfache Mikrocontroller. Da kann ein 8-Bitter auch helfen. Hier brauchen wir schon etwas powerful Prozessoren mit mehr Rechenleistung. Es gibt natürlich wieder ein Audio-Interface. Unterstützt wird Bluetooth 2.1 plus EDR mit 3 Megabit pro Sekunde. Und logischerweise auch wieder ein Klasse 2 Modul für den Nahbereich. Footprint ist identisch zum vorigen Modul, dem BTM501. Nochmal kurz zum HCI-Interface. Natürlich, um dieses HCI-Interface unterstützen zu können, benötigt man auf der anderen Seite, wie gesagt, die Host-Stacks und die Profile und entsprechende Treiber mit dazu. Da ist also eine Software-Implementierung notwendig. Um das Ganze nochmal ganz kurz zu veranschaulichen, auf der linken Seite sehen Sie den Weg von der Antenne, typische Antenne angeführt, über das Modul, die HCI-UART-Schnittstelle zum Mikrocontroller. Und hier auf Mikrocontroller-Seite und Mikroprozessor-Seite läuft normalerweise, typischerweise ein Betriebssystem. Das Betriebssystem handelt dann diesen Stack ab. Zusammengefasst haben wir jetzt 3 Optionen für Bluetooth-Implementierungen gesehen. Das BTM403 für SPP, das BTM501 für erste Audioanwendungen und das BTM601 für Automotive-Audio-Anwendungen eben. Das Ganze ist dann auf den nächsten 2 Folien, hier die erste, nochmal zusammengefasst. Man sieht hier die General Features, also die allgemeinen Eigenschaften dieser Module. Ganz wichtig ist aber, Sie müssen am Anfang wissen, welche Applikation dahinter steckt, welches Modul Sie auswählen müssen. Dann können Sie da hier in die Details gehen. Allgemeine Eigenschaft, das steht zum Beispiel dabei, was so für Bluetooth spezifisch ist. Beim BTM 403 steht auch mit dabei Klasse 1 oder Klasse 2. Die anderen beiden Module sind nur Klasse 2. Davon hängen natürlich auch die Reichweiten dann immer ab. Steht das Chipset dabei und so weiter. Dann kommen die unterstützten Hardware-Interfaces und auf der nächsten Seite nochmal die Zusammenfassung bzw. der Hinweis auf die Software, die hier unterstützt wird. Die Profile und die dazugehörigen Schnittstellen. Beim 403 und 501 handelt es sich um eine AT-Plus-Schnittstelle, beim 601 handelt es sich um eine HCI-Schnittstelle. Wie Sie in der letzten Zeile bei Software sehen, wird auch das BlueLab SDK unterstützt. Das heißt, speziell bei den beiden ersten Flash-basierenden Modulen kann man sich selbst Software entwickeln. Man kann hier die Profile auswählen, anpassen, die Schnittstellen anpassen. Das ist alles möglich mit diesen Modulen. Ganz wichtig ist dabei dann aber die Zertifizierung, auf die ich dann nochmal kurz eingehen werde. Die weiteren Eigenschaften wie Größe, Temperaturbereich und ROS Compliance sehen Sie dann weiter unten. Unter alles wird zum Beispiel aber auch noch die Zertifizierungen, die mitgeliefert werden, angeführt. BQB, also ein Bluetooth Quality Body Zertifizierung, CE für Europa und FCC für die USA. Wie gesagt, kann man für die Module auch Software entwickeln. Dazu gibt es entsprechende CSR Entwicklungskits. Die Software lässt sich dann auf die Module spielen, beziehungsweise es gibt auch den Service von Flaircom, beziehungsweise von uns im Haus, die Module dann kundenspezifisch zu programmieren. Hier ist auch noch ein Beispiel für ein Bluetooth Development Kit von Flaircom selber. Sie sehen von rechts nach links das Modul, ein entsprechendes Carrier Board und dann ein wirkliches Evaluierungsboard. Das Schöne an dem Evaluierungsboard ist, dass hier diese ganzen Schnittstellen für Audio
also Richtung Lautsprecher und Richtung Mikrofon, schon implementiert sind. Damit kann man das wunderbar evaluieren und sich und sein Design mit den Leistungen dieses Evaluierungsboards vergleichen. Das ist also ein erster Schritt, um so ein Modul wirklich anzuschauen und damit zu spielen und vertraut zu werden. Generell haben Module ja Vorteile auch. Auf diese Vorteile möchte ich kurz eingehen im Folgenden. Einmal gibt es allgemeine Vorteile für Module im Generellen, ob das jetzt Bluetooth-Module sind, Wi-Fi-Module, GPS-Module, Zigbee-Module, wie auch immer. An erster Stelle steht natürlich der reduzierte Aufwand in der eigenen Entwicklung und das reduzierte Risiko. Ein Modul zu entwickeln schaut recht einfach aus oder rund um ein Chipset eine Anwendung aufzubauen, sieht sehr einfach aus. Es gehört aber gerade im Wireless-Bereich, wenn es um Hochfrequenzen geht, dann oftmals sehr viel Erfahrung mit dazu. Gerade im Hochfrequenzbereich gehört auch oft entsprechendes Testequipment mit dazu. Das ist nicht sehr billig in den vielen Firmen, dann teilweise auch nicht vorhanden. Natürlich wird die Logistik auch einfacher. Ich habe ein Modul anstatt einer größeren Anzahl von Komponenten. Ich muss mit einer MOQ, einer SPQ, also Minimum Order Quantity oder Single Package Quantity rechnen, anstatt mit mehreren. Auch bei Preisen darf man von Modulen nicht davon ausgehen, dass die automatisch teurer sind. Wenn Sie spezielle Komponenten, Quarze, SAW-Filter, Power Amplifier, in kleineren Stückzahlen einkaufen, sind die oftmals sehr speziell und sehr teuer. Dagegen kauft ein Modulhersteller dies natürlich in höheren Stückzahlen ein und kann damit auch günstige Preise anbieten. Die Produktion wird natürlich einfacher. Ich habe eine Komponente zu bestücken anstatt vieler. Normalerweise habe ich auch einen längeren Lebenszyklus und kann mit einem Modul schneller von einem Design auf das andere wechseln. Ganz, ganz wichtig ist aber, ich kann mich auf meine Core-Kompetenz fokussieren, das heißt auf meine Anwendung. Was will ich denn machen? Ich muss mich nicht mit Bluetooth rumschlagen, ich muss mich nicht um Wi-Fi kümmern, sondern ich kann mich auf meine Anwendung konzentrieren. Und das Ganze bedingt dann etwas, das preislich nicht zu beziffern ist, nämlich eine schnellere Time-to-Market. Schnell am Markt bedeutet oftmals sehr viel mehr als kleine Nachteile in einer Bill of Material. Bei den Bluetooth-Modulen selbst von Flair kommen weitere Vorteile mit hinzu. Wie Sie zuvor schon gesehen haben, gibt es ja diese Zertifizierungen oder Zulassungen, BQB, Bluetooth Qualified Body. Da geht es um RF Conformance Testing. Damit ist ja auch garantiert, dass in weiteren Tests hier alles Bluetooth-konform abläuft hinsichtlich der RF-Performance. FCC bedeutet dann die Zulassung für die USA, CE wichtiger, weit wichtiger für die meisten von uns natürlich, die Zulassung für Europa, auch mit entsprechenden Tests dahinter. Was Flaircom darüber hinaus bietet, ist Product Listing, ein Qualified Design Listing, QDL, als Endprodukt für seine Module 501, in Kürze auch das 503 und dann 601, das wahrscheinlich aber als Komponente. Das bedeutet aber, dass der Endkunde, dass Sie dann auf ein sehr günstiges Endproduct Listing durchführen können. Dazu müssen Sie bei der Bluetooth SIG Adopter sein. Generell bedeuten aber diese ganzen Zertifizierungen, die Zulassungen, die Tests, die schon durchgeführt wurden, auch mit großen Testhäusern, dass Sie geringeres Risiko wieder haben für die eigenen Zertifizierungen und Zulassungen. Ihr eigenes Produkt, ein Endprodukt, müssen Sie natürlich auch CE zertifizieren beziehungsweise für den Automotive-Bereich eine E-Zulassung erhalten. Ein ganz kurzer Einblick in so eine typische Entwicklung beziehungsweise Zulassung von der Bluetooth SIG. Die Bluetooth SIG ist ja die Organisation, die über diese ganzen Bluetooth-Produkte, die Weiterentwicklung, die Stacks-Profile und so weiter wacht und in der es viele, viele Mitglieder gibt, über 15.000. Hier sehen Sie schon die Komplexität eines solchen Zulassungs- bzw. Entwicklungsprozesses. Es geht von der Idee los, geht über einen Testplan hin zum Test selber und der Qualifizierung. Und das ist jetzt für eine einzelne Komponente, Bluetooth, wenn Sie an Ihr gesamtes System denken, zum Beispiel auch WLAN mit dazu, Wi-Fi mit dazu oder andere Sachen, ist entsprechender Aufwand notwendig. Das Ganze können Sie reduzieren, indem Sie Module einsetzen. Sie erhalten also hier einen wirklich fast nicht messbaren Vorteil.
die Kosten, die mit so einer solchen Zulassung von Anfang bis zum Ende verbunden sind, belaufen sich im höheren fünfstelligen Bereich, also wirklich nicht zu unterschätzen. Und natürlich auch wieder der Zeitfaktor. Ähnliches gilt, wie hier für Bluetooth, auch für den neuen Standard Bluetooth Low Energy, beziehungsweise das jüngste Kind von Bluetooth, eben Bluetooth Low Energy. Und darauf komme ich jetzt kurz zu sprechen. Bluetooth Low Energy ist, wie gesagt, ein nicht mehr ganz neuer, aber doch ein relativ frischer Standard, in dem es seit einiger Zeit erste Produkte im Markt gibt. Die Motivation für Bluetooth Low Energy ist vielleicht aus diesem Bild ganz gut zu sehen. Sie sehen Bluetooth Low Energy, die Abdeckung, was die Übertragungsrate und was die Distanz angeht, hier in diesem rot gestrichelten Oval angezeigt. Und Sie sehen, dass das die unteren Übertragungsraten aber doch bis zu einer guten Höhe von 305 Kilobit pro Sekunde abdeckt und auch bis 50 Meter reicht. Bluetooth Low Energy im Vergleich zu Bluetooth Class 2, wir haben hier 50 Meter statt die 10 Meter, wurde erreicht durch neue Techniken in der Modulation und halt eben durch geschicktere Nutzung der Energie, die hier vorhanden ist. Als Wettbewerber oder als Konkurrenten stehen hier so Bluetooth selber im Raum natürlich, proprietäre Profile, Zigbee, der Ant-Standard, der sehr weit im Sport- und Fitnessbereich verbreitet ist und natürlich Wi-Fi ganz oben mit höheren Übertragungsraten und Reichweiten bis 100 Meter ungefähr. Ganz wichtig bei Bluetooth Low Energy ist die Standardisierungspower, die durch die SIG dahinter steht. Wir haben hier, wie gesagt, 15.000 Mitglieder, unter anderem ganz große Namen. Dazu gehört unter anderem auch Apple, die Bluetooth Low Energy in ihren Mac Minis, in ihrem Mac Air, im neuen iPhone XS und jetzt im neuen iPad aufgebaut hat. Dieser ganze Smartphone-Markt dazu wird Bluetooth Low Energy vorantreiben. Damit kommen wir kurz zu den Anwendungen von Bluetooth Low Energy. Sie sehen hier die typischen Geschichten im Gesundheitsbereich, Medical Health, Fitness hatten wir schon erwähnt, Home Entertainment kommt es mit dazu, Fernbedienung. Fernbedienung ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, Bluetooth Low Energy. Wenn Sie Bluetooth Low Energy übertragen in eine Fernbedienung nutzen, müssen Sie nie die Batterie in Ihrer Fernbedienung wechseln. Gleiche gilt zum Beispiel für Keyboard. Schlagwort ist dort Battery for Life. Im Automotive-Bereich Remote Keyless Entry. Wenn Sie sich dem Auto nähern, dass das Auto erkennt, aha, mein Besitzer nähert sich, ich schließe automatisch die Türen auf. Bluetooth Low Energy, eine wunderbare Antwort. Und natürlich gibt es ein entsprechendes Modul dazu. Wie Sie sehen, ist hier die Überschrift Complete Single Mode Module. Single Mode bedeutet in diesem Zusammenhang, dieses Modul unterstützt nur Bluetooth Low Energy. Im Gegensatz dazu gibt es den Dual Mode, in dem Bluetooth Low Energy und der herkömmliche Bluetooth Standard unterstützt wird. Das Bluetooth Single Mode Modul besitzt eine Antenne, kann relativ leicht integriert werden. Softwareunterstützung wird von uns kommen und es gibt auch wieder Entwicklungskit mit dazu. Die Applikation hatten wir auf der vorigen Seite gesehen. Das Modul selber basiert auf dem CSR-1000. Mit entsprechender Transmit Power und der Sensitivity kann ich dann eben diese 50 Meter erreichen und unterstützt einige Profile aus Bluetooth Low Energy. Footprint relativ klein mit 22 x 13 mm.